Willkommen zurück zu Transport hier 2. So. So, wir dürfen jetzt einfach mit dem Zug. Wir machen jetzt mal die Mitfahrt mit unserer neuen Linie. Schauen uns das mal an. Jetzt müssen wir ein bisschen warten, bis die Weiche freigegeben wird. Und müssen wir jetzt schauen, wie lange das dauert. Ob das lange dauert oder ob es schnell geht. Wir gehen dann mal ein bisschen weiter nach vorne beim Zug. Und jetzt auch mal drinnen gucken. Da sind wir ein Passagier. Klappt schon mal. Ja, 16 haben wir jetzt. 16 Passagiere haben wir jetzt. Das ist okay. Ja, ist okay. Achso, ja. Jetzt dann fahren wir einmal so mit. Oder so, ein bisschen nach hinten. Ja, wir fahren so. So, so. So fahren wir mit. Ja. Passt. Da vorne sehen wir jetzt einen Zug. Der wird wahrscheinlich vor uns in den Bahnhof reinfahren. Aber dazu muss er mal gerne eben uns das Gleis frei machen. Wir haben ein recht schlechtes Bahnhofsvorfeld hier in Hamburg. Es ist schon recht voll. Wenn wir uns das mit allen Linien zeigen, die hier zum Bahnhof müssen. Haben wir jetzt nicht gut gebaut, aber für die nächste Linie gibt es dann eigenes Gleis. Das müssen wir uns merken, das heißt die nächste Linie, die dann nach Hamburg führt oder von Hamburg halt weggeht, kriegt dann auch nach dem Bahnhof eigenes Gleis. Wir sind auch schon zum Bahnhof kommen, dann ist das ganz auch besser. Und dann kommen die schneller aus dem Bahnhof raus. So, jetzt müssen wir mal warten, bis der einmal das Signal passiert hat und dann fährt einmal der andere Zug in den Bahnhof hinein, damit wir ein freies Signal haben. Aber das sehen wir dann gleich. Jetzt müssen wir mal warten. Genau, der vordere fährt jetzt schon einmal los. Ja. Das heißt, der fährt jetzt einmal in den Bahnhof hinein. Und sollte dann dahinter kein Zug sein, können wir eigentlich schon losfahren. Oder ist dahinter noch ein Zug? Das sehe ich jetzt nicht, weil wir hier das Dach im Weg haben. Aber schauen wir mal. Schauen wir mal. Bis jetzt kriegen wir noch Licht frei. Müssen wir dann jetzt fahren oder müssen wir noch warten? Noch müssen wir warten. Okay, da wird wahrscheinlich... Jetzt dürfen wir fahren. Passt. Also wir fahren jetzt einmal mit der Linie mit. Los geht's. Einmal von Hamburg nach Schwerin. Und dann fahren wir da jetzt einmal mit unserer Linie. Schauen uns das Ganze einmal an. Da geht's jetzt ins Gleis rüber. Genau, jetzt geht's auf die andere Seite vom Gleis. Passt. Da machen wir mal die Weiche frei. Passt. Heißt auch der Zug neben uns fährt jetzt schon los. Er kann jetzt auch losfahren. Und dann können wir da hinten schon wieder ins andere Gleis weiterfahren. Das heißt, da hinten müssen wir dann eh schon wieder aus diesem Gleis raus. Das heißt, hier sind dann nur mehr zwei Linien unterwegs. In dem Gleis, wo wir ja jetzt drinnen waren, sind vier Linien. Und jetzt fahren wir ins Gleis, wo nur mehr zwei Linien drin sind. Passt. Der erste kommt schon wieder zurück. Der ist schon die Linie gefahren. Da hinten sehen wir den ICE. Der hat ein rotes Signal. Weil eben der vordere Zug das andere Signal blockiert. Das ist jetzt alles nicht optimal hier im Bahnhof. Aber es geht gerade noch. Von dem her für neue Linien
Ja, mal dann nicht mehr in das Gleis reinfahren. Da gibt es dann allein. So, und jetzt fahren wir dann auch runter vom gemeinsamen Gleis. Das heißt, wir sind jetzt hier im eigenen Gleis. Das heißt, ab da sollten wir durchfahren können. Ab da sollte der Zug keine Probleme mehr haben mit irgendwelchen Signalen oder Zügen. Heißt, jetzt können wir gut fahren. Die 100 km/h haben wir jetzt auch schon. Das passt. Das klappt auch ganz gut. Wir haben jetzt 16 von 106 Passagieren drinnen. Und da hinten kommt auch schon ein Zug von der Linie entgegen. Da kommt er jetzt schon. Das heißt, die Linie funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Dauert dann halt nur in Hamburg beim Bahnhof. Aber ansonsten klappt das ganz gut mit der Linie. Auch die 100 km/h, die Maximalgeschwindigkeit von dem Zug, können wir gut erreichen. Das ist auch kein Problem. So, da geht es jetzt weiter. Da hinten sehen wir schon die Stadt, wo es hingeht. Ja, aber sonst geht es jetzt einmal auf eine Brücke. Das heißt, wir fahren jetzt mal auf die Brücke hinauf. Schauen uns dann mal die Brücke an. Jetzt auch mal nach da hinten weiter. Und da geht's da übers Wasser oder? Haben wir da ja daneben, oder? Bisschen Wasser haben wir da unten, aber nicht viel. Also wenn, dann ist es nur wenig. Also sicher nicht die ganze Brücke, vielleicht ein Teil von der Brücke. Ja. Dann fahren wir mal weiter. Sehen wir hier noch einen ICE? Vielleicht sehen wir hier noch einen ICE, aber sieht nicht so aus, wie wenn wir hier einen ICE sehen. Das heißt, wir fahren jetzt dann einmal runter von der Brücke. Genau. Da geht es jetzt runter von der Brücke. Und da fahren wir einmal um die Kurve. Genau, die Kurve machen wir jetzt, damit wir hier in Richtung Stadt kommen. Dass wir hier auch ans Ziel kommen. Jetzt werden wir dann einmal an der Stadt vorbeifahren. Und dann geht es in den Bahnhof hinein. Heißt jetzt einmal runterfahren. Genau. Signal passt auch, ja. Das ist kein Problem, das Signal. Auch das klappt. Ja. Auch das klappt, das Signal. Dann haben wir da einmal durch und jetzt geht es wieder rauf. Auch das hat der Zug geschafft. Und da daneben sehen wir jetzt schon die Stadt. Da sehen wir die Stadt, in die es dann gleich reingeht. Aber da müssen wir jetzt dran vorbeifahren, weil der Bahnhof ist ein bisschen, ja, der ist ein bisschen schlecht platziert für die Linie. Deswegen müssen wir da einmal rundherum um die Stadt. Geht aber relativ schnell. Das ist kein Problem. Das ist jetzt nicht schlecht platziert, aber mit den Gleisen kommen wir da nicht so gut hin, aber von der anderen Seite, da geht es ganz gut, da hat man das ja relativ gut hinbekommen. Ja, das hat auf jeden Fall geklappt. Wir haben da jetzt einen Bahnübergang noch vor uns, den haben wir jetzt gleich, okay. Und da oben sehen wir dann schon die andere Linie. In das Gleis müssen wir dann rein. Und wenn wir in dem Gleis drinnen sind, dann geht es ja eh relativ schnell zum Bahnhof. So, da sehen wir jetzt den letzten, der uns entgegenkommt, der dritte Zug. Und den vierten sind wir ja drinnen, da fahren wir mit dem vierten. So, jetzt schauen wir mal, wie das Signal ist. Das ist grün. Und der Zug fährt auch schon mal durch, passt. Das klappt schon mal sehr gut. Da dürfen wir jetzt einmal mitfahren. Genau.
Und jetzt sehen wir schon den Bahnhof da vorne. Das dauert jetzt auch nicht mehr lange, bis wir im Bahnhof drin sind. Geht es jetzt noch einmal um die Kurve und dann sind wir im Bahnhof drinnen. Also jetzt geht es in die Kurve hinein, das klappt ganz gut. Passt, ja. Dann geht es darüber. Wo haben wir noch einen Bahnübergang davor? Da müssen wir kurz warten, bis der Zug die Bahnhöfe frei macht. Aber das klappt schon mal sehr gut. Jetzt haben wir grünes Signal und wir dürfen in den Bahnhof hinein. Passt. Fahren wir dann noch einmal mit dem Zug in den Bahnhof hinein. Ja, das klappt. Passt. Dann danke fürs Zusehen. Hoffentlich gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Rotschlumpf. Tschüss.